Und wir sind alle froh, dass es heute endlich fertig ist und dass es wieder freigegeben wird. Und die Bedingungen für Fußgänger, für Fahrradfahrer, für Autofahrer und vor allen Dingen für unsere Straßenbahn haben sich verbessert. Haben Händler aufgegeben in der Zeit? Wissen Sie was? Oder geht es für alle weiter? Die Sonne scheint, noch ist hier wenig los auf der Straße. Jung, doch, Fußgänger sind schon eine ganze Menge da, aber die Straße wird endlich wieder eröffnet. Nadelöhr, was endlich verschwindet, oder? Ja, ist ganz wichtig. Ich meine, ich wohne ja selber hier in der Nähe. Ich glaube, alle, nicht nur die, die hier wohnen, die hier ein Gewerbe haben oder die Händler, freuen sich, sondern wir alle, weil man so natürlich auf direktem Weg wieder in die Innenstadt kommt. Und wir sind alle froh, dass es heute endlich fertig ist und dass es wieder freigegeben wird. Und die Bedingungen für Fußgänger, für Fahrradfahrer, für Autofahrer und vor allen Dingen für unsere Straßenbahn haben sich verbessert. Genau. Gehen wir mal konkret auf einen. Ich meine, die Straße ist genauso geblieben, jeder hat eine Spur. Was hat sich konkret verändert? Also doch. Also insbesondere, wenn Sie hier vorbeikommen und mal zu Fuß oder mit dem Rad fahren, das ist alles neuer geworden, sicherer geworden. Wir haben auch die Fahrbahnmarkierungen und auch wenn Sie jetzt schauen, die Straßenbahn kann jetzt wieder geräuschloser und damit auch schneller fahren. Da gab es wirklich riesen Aufgabenstellungen. Das hat ja auch zu diesen Verzögerungen geführt. Das war dringend notwendig und das werden alle Nutzer merken, dass sich wirklich was verbessert hat. Da kommt doch schon der erste Teststraßenbahn wahrscheinlich. Wie sieht es denn aus? Es wurde ja viel gemacht. Da haben verschiedene Gewerke hier drin gearbeitet. Das heißt, man muss nicht befürchten, dass die Straße in den nächsten Jahren noch mal wegen irgendwas aufgerissen werden muss oder irgendjemand noch ein Kabel verlegen muss. Das ist unser Wunsch. Das ist unser Wunsch, dass wir natürlich möglichst lange diese Straße so nutzen können. Aber ausschließen kann man heute, gerade was Straßensanierung und so weiter an, leider nichts mehr. Aber es ist unser Wunsch und wir sind froh, dass es jetzt wieder nutzbar ist und möglichst lange. Die Händler haben ja lange drunter gelitten. Keine Straßenbahn, keine Fußgänger, keine Straßenbahnfahrer etc. Haben Händler aufgegeben in der Zeit? Wissen Sie was? Oder geht es für alle weiter? Ich war bei dem einen oder anderen Händler und kann bloß immer mich wieder entschuldigen. Ich weiß, dass viele Aspekte, aber erstmal haben sehr viele durchgehalten. Die haben sich auch was einfallen lassen, auch mit ihren Kunden, wie sie in so einer Baustellensituation überhaupt den Zugang zu ihrem Geschäft ermöglichen. Insbesondere, wenn man Kundinnen und Kunden hat, die vielleicht schon ein bisschen schwierig ja zu Fuß unterwegs sind. Was wir aber auch festgestellt haben, es gibt natürlich auch Händlerinnen und Händler, die eh schon darüber nachgedacht haben, aufzuhören und die finden keinen Nachfolger. Das ist auch ein Riesenproblem. Aber ein, zwei Gespräche stehen hier noch aus und ich hoffe, dass es keine Schließungen am Ende gibt. Aber das sind mehrere Gründe, die momentan dazukommen. Ein Punkt ist sicherlich die Baustelle gewesen. Einer ist aber auch, deshalb mein herzlicher Wunsch, liebe Cottbusinnen und Cottbusser, wenn wir die Innenstadt stärken wollen, da müssen wir auch Geld in der Innenstadt ausgeben. Gehen Sie zu Ihrem Händler, gehen Sie zu dem Gastronomen. Das ist genauso und das haben natürlich viele auch gemerkt nach Corona, dass viele eben online einkaufen und diese Kundschaft wieder zurückzuholen. Das muss uns allen gemeinsam gelingen. Wenn wir gerade beim Geld sind, was hat das Ganze gekostet? Ja, die Stadt hat knapp 1,2 Millionen in die Hand genommen. Dann kamen natürlich noch andere Gewerke dazu. Das hat ja jeder auch mitbekommen. Die LWG war hier fleißig unterwegs. Also 1,2 Millionen, die haben wir investiert und dann, wie gesagt, die Gewerke kamen dann noch dazu, 3, 4 verschiedene. War schon eine ordentliche Hausnummer. Gucken wir einfach noch auf nächste Straßenbaustelle. Steht euch eine Großbaustelle wieder an in Cottbus? Ja, wir haben ganz verschiedene Maßnahmen. Wir haben aber auch gesagt, und das gehört sich auch so nach den Erfahrungen von dieser Baustelle, dass wir ein paar Sachen auswerten müssen. Und beispielsweise, das ist ja auch mal die Forderung von vielen Cottbusinnen und Cottbussern, könnt ihr die Baustellen nicht besser miteinander abstimmen? Oftmals liegt es aber daran, wann wir die Fördergelder bekommen, dann wie die Ausschreibungen laufen. Das ist ein schwieriges Thema, aber natürlich haben wir vor, auch weiter Straßen zu machen. Ich will mal sagen, auch immer gemeinsam noch mit anderen, aber auf alle Fälle, was ich sagen kann, im nächsten Jahr geht es auch weiter und in diesem Jahr wird vielleicht noch die eine oder andere Baumaßnahme dann doch starten, aber es hängt wirklich von den Ausschreibungen am Ende ab, wie die auslaufen.